epische Musik. Die Musik, sie ist so episch. Da, 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 da. Ja, hallo, ihr lieben meine Freunde, mach auf mit Radio. Willkommen zu einer neuen Folge von Okami. Spielen Okami. Das tollste Spiel der Welt. Bin ein wenig müde. Aber wir machen das nochmal eine Stunde hier aufnehmen. So, bam. Wir sind jetzt productive. Und zerstören das Zeug hier. So, waren wir da drin schon? Ich glaube ja, ich war von mir. Aber wirklich, ich bin müde. Ich hoffe, ich gerne nicht allzu viel. Ich wollte es mir eigentlich zurückhalten, aber gerade eben hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Ja. How about we make a Fontäne hier rauf? How about that? How about? Kriegen. Ich meine, ich bin. Geht davon aus, dass wir irgendwo noch so eine Fächer kriegen, um Feuer zu machen? Okay. Okay, wir gehen jetzt einfach mal da rein und hoffen, dass wir da vielleicht wirklich am Ende auch die Fähigkeit kriegen können. Da hinten ist nämlich. Ups! Wer hat diese Brücke nochmal kaputt gemacht? Nun, Emmy, du bist wirklich schwerer, als du aussiehst. Mit deiner Macht wirst du doch wohl mit einer kaputten Brücke fertig. Aber warum machst du vorher nicht erstmal eine Diät? Junge, halt deine scheiß Fresse. Ja gut, die Brücke ist jetzt wieder da. Wir kommen da auch wieder zurück, das ist sehr, sehr gut. Aber ja... Ohne Feuerkraft kommen wir da eh nicht weiter. Deshalb. Also wir waren hier. Wann waren wir denn hier oben? Da kommen wir nicht durch. Bitch. Aber wir kommen. Kommen wir da rüber? Dann müssten wir eigentlich rüberjumpen können mit genügend Anlauf. Würde ich behaupten, dass das klappt. Okay. Go. Wow. Welch kläglicher Versuch. Und der bewegt den Aufzug halt auch nicht. Boy. Ja, ich lenk dich nicht ab. Aber für alles, was ich bis jetzt gesehen habe... Wir haben keine Fähigkeit, wo irgendwas mit Eis machen kann. Sei ja nicht vor. Wir können den auch einkreisen. Wir können da Wind drum machen. Wir können da eine Bombe vorsetzen. Juckt den alles nicht. Kannst du halt alles vergessen. Wir brauchen dafür... Warte mal. Ich könnte gerade was mit dem Wasser da drin machen. Ja, ich denke aber nicht, dass wir da eine neue Fähigkeit brauchen, aber ich weiß natürlich nicht, wo wir die herkriegen sollen. Ja, hängt das halt klar, können wir das nochmal betätigen, alright? Was war das? Okay, jetzt warte mal. Wir müssen da nicht schon rüberkommen, weil ansonsten habe ich jetzt halt echt keine Idee mehr, außer die Komplettlösung dann zum ersten Mal zu Rate zu ziehen, weil wir kommen hier nirgends weiter, weil anscheinend uns irgendwie noch eine Fähigkeit fehlt. Ich meine, wie gesagt, da drüben ist noch ein Weg, aber ich bräuchte mehr Anlauf. Ich würde behaupten, wir kommen da schon rüber. Okay, nein. Ja, dann weiß ich halt echt auch nicht mehr. Ich meine, wir... Da ist nichts mehr. Wir haben da geguckt. Das ist nur der Zwischenweg. Da oben können wir nicht weiter. Und da kommen wir eh noch nicht hin, wegen dem Aufzug. Also, I don't have any plan.
Wish that I could stay forever this young. Ja. Kann ich denn wieder zurück? Soweit mal ja. Habe ich irgendwo was vergessen? Oder hier in der Tropfsteinhöhle? Ich meine, da gibt es so einen Speicherpunkt. Wieso gibt es den? Das muss doch einen Grund haben. Hier muss es doch noch irgendwas geben. Also, wenn ich jetzt hier in der nächsten Zeit nichts finde, dann muss ich echt nachschauen. Ich bin tatsächlich sehr stolz auf mich, dass ich es bis jetzt ohne Lösungen alles Mögliche geschafft habe. Aber ich glaube, so langsam wird das notwendig. Hier, gibt es hier noch irgendwas weiter hinten? Ich weiß auch nicht wirklich, was das mir helfen kann, ne? Und so ein bisschen Wege gibt es hier noch, aber... Gibt es hier nochmal hoch, aber... Wirklich... Was sein tut hier halt nicht. Sieht ganz schön cool aus. Muss ich sagen. Gefällt der Look auf jeden Fall, aber... Gibt mir halt auch nichts. Warte mal. Ha! Gibt mir leider nichts. Well, at least I'm up here. Ja, Leute, ich aber... Ach, guck mal. Dort muss Feuer. Ich meine, dass wir irgendeine Feuerfähigkeit brauchen. Kriegen wir die vielleicht hier? Nee. Wir brauchen die hier nur. Aber wir kriegen sie hier nicht. Mano! Okay, ich muss gucken, wo ich diese Feuerfähigkeit herbekomme, weil ich weiß es nicht. Und es muss eine geben. Das ist die Lösung, aber ich weiß halt nicht, wo die Lösung ist. Und ich habe jetzt halt echt alles abgesucht. Und wenn es die Vorderhöhle gab, dann komme ich mir richtig verarscht vor. Und ich komme ja auch nicht zurück, weil ich bin ja runtergefallen so. Leute, ich würde einfach mal sagen, die, was jetzt hier passiert, das ist aber auf jeden Fall im Video drin. Schauen wir uns vielleicht sogar Let's Play an oder so. Und schau dann mal, wo es denn unsere Feuerfähigkeit gibt. Bis gleich. 12 seconds later. Ja, Leute, komm zurück. Ich weiß, was wir tun müssen. Es ist, man hätte vielleicht draufkommen können. Ja, ich hätte draufkommen können. Ich hätte draufkommen können. Das Spiel hat mir echt genügend Hinweise dafür gegeben. Aber ich bin's nicht, okay? Ich hab gefailt. Und ja. Danke hierbei an die gute Drachenschuh-LP, heißt sie. Das Let's Play habe ich mir gerade angeschaut. Und deshalb weiß ich jetzt, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob sie noch Let's Plays macht. Wenn ja, abonniert sie, weil sie hat mir geholfen. So. Ja, und zwar geht's tatsächlich ganz einfach. Ich meine... Ich hätte drauf kommen können. Ich hätte definitiv drauf kommen können, ja. Was sagt denn der Jude hier? Ja, der Aufzug ist zu tief. Solltest mich besser nicht ablenken. Den kann man leicht ablenken, und zwar so. Nein, ruhig weiter. Das ist schon okay. Nö, alles gut. Das soll so weit runter. Das soll so. Noch weiter, bitte. Mann, habe ich halt keine Pinselstriche mehr, ne? Aber ja. Nein! Das war schon okay. Hier wollte ich hin. Hey! Ich bewahre die Tür hier. Junge, ich liebe diesen Job. Es macht das Leben erst lebenswert. Ich habe erst neulich einen besonderen Mechanismus in die Tür eingebaut. Jetzt ist es wirklich schwer, die Tür zu öffnen. Der Anblick, wenn jemand mit aller Macht versucht, die Tür zu öffnen.
Bringt mich immer wieder zum Lachen. Okay. So, Steve, kann man nicht mehr aus Sammeln bringen uns um. Aber ich gehe mal davon aus, dass es hier eine neue Fähigkeit gibt. Ja. Oh, lol. Epic Fight, Boys! Aber die können doch eh alle nichts. Go away. Go away, you but. Aua! Ist ja gut, ey. Beachte mich. Mi, mi, mi. Beachte mich. Bin voll der krasse Gegner. Ich hoffe, es ist eine Bombe nach dir, Mama. Fuck you. And you fucking too, bitch. Wenn das verstanden ist, halt scheiße. So. Amaterasu ist King in the house, okay? Ich würde mich gerne zurück hier dem Sach widmen. Und zwar einen wunderschönen Kraftstrich einmal durch alle vier durch. Das nicht getroffen. Normal. Yes. Ja, schön. Das wollte ich nämlich machen. Ja. Was ist denn mit dieser vereisten Statue? Es ist wirklich ganz schön kalt hier. Meh. Emmy, das ist keine gewöhnliche Kälte hier. Das ist irgendwie unheimlich. Ich wette, es sind Monster in der Nähe. Sei auf der Hut. Ah, der Fight beginnt schon. Alles klar. Uff. Okay. Das bringt schon mal nichts. Ah, okay. Ich glaube, ich habe es gecheckt. Oh, lol, ich bin schnell! Quatsch. Sie leider auch. Oder S. Wie Schwanzjagen! Waff! Waff! Waff, 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 waff! Ja, jetzt haben wir irgendwas, was mir noch hilft. Ich habe gerade nichts, was mich stärker macht, ne? Und das machen. Kuss ich haben. Lol. Waff. Oh, lol. War sie? Oh Gott. Was? Gar nicht? Was? 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 Will dich jagen? Was? Ja, läuft schon. Wow. Calm down, okay? Und geh direkt down. Nicht nur down callen, sondern auch down gehen. Das war doch ein guter Kampf. Okay, ich habe sehr lange gebraucht. Aber hey! Es ist schon okay. Es ist okay. Alles aus der Welt. Alles ist sonnenklar. Ohne Mann, ohne Mann. Ohne Mensch heißt Mensch. Weil er vergisst, weil er verdrängt. Dieser Phönix ist nur eine Statue, stimmt's? Ich meine, es sieht aus, als ob er jeden Augenblick abheben würde. Und Phönix. Phönixe sind toll. Phönixe sind toll. Ein Phönix, ein Wunder, ein wundervoller Phönix. Wir werden halt echt noch zum Avatar, wenn das so weitergeht. Jetzt haben wir Feuer gelernt. Jetzt kann ich die Folge so nennen. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unser aller Motto. Hierher verbrannt von den Kräften der Finsternis, habe ich viele Jahre in dieser Höhle verbracht.
Die Zeit verging, aber ich war nicht in der Lage, mich zu befreien. Aber jetzt hat deine Macht den Fluch, der mich hier band, gebrochen. Ich, Molgami, Gott der Flammen, gewähre dir meine feurige Kraft. Brenne eine Quelle des Lichts in die dunkle Finsternis. Das ist schön, das habe ich gebraucht, Boy. Woo! Finally! Oh, Halleluja. Endlich kommen wir weiter. Hätte nicht gedacht, hier einen Pinselgott zu finden. Wir haben einen mächtigen Verbündeten. Genau zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Moegami ist der am meisten gefürchtete Pinselgott. Seine Technik, die als Inferno bekannt ist, verwandelt beinahe alles in Asche. Wer soll unser erstes Opfer sein? Ich weiß das Eis da drüben. Hör zu, Emmy. Inferno basiert auf der Macht des Feuers. Du musst von einer Feuerquelle aus einen Strich ziehen. Die Kraft des Feuers wird auf die Bahn des Strichs gezogen. Also wie das Wasser. Oder sein Inferno. Taten sind mehr als Worte. Also probier's einfach auf mal so. Zieh einen Strich von der flammenden... Ja. Du hast es geschafft, Fellknäuel. Das ist aber eine heiße Technik. Es wird vielleicht nur ein paar Schuppen von Orochi absegnen. Aber es wird knusprige Monster aus seinen Untergebenen machen. Ja. Exakt! Ja, finally haben wir es gedacht. Finally, Alter. Wo geht's denn da? Ja, aber es ist mein... Ohne Flachs, das sind schon... Ich meine, das sind die ersten vier Elemente. So ein bisschen Amateur-Feeling kriege ich da schon und hab Bock, wieder zu rewatchen. Ich schaue gerade Gravity Falls. Danach schaue ich vermutlich Rick und Morty nochmal, bevor ich dann das VR-Spiel mal angehe. Ist halt schön. Und eigentlich Avatar, so naja, ich hab halt dem letzten, ich hab halt schon beide Staffeln, oder halt die, hier die ersten drei hier, Luft, Erde, Feuer, nee, Wasser, Erde, Feuer schaut. Und dann halt noch, Korra. Und müssen wir nochmal rewatchen? Nun, lass uns das Ding hochgucken. Finde ich auch gut. Weil ich kann jetzt endlich mein Zeug holen. Lala, ich warte auf dich, bis du mit dem Kurbeln fertig bist. Danke für deine Hilfe auf jeden Fall. Ich waffe. Waff. Eigentlich müsste man dadurch herausfinden, dass wir eigentlich kein Teufel sind, weil wir waffen. Ich finde es auch schön, wie da vorne immer noch diese tolle Zeichnung ist. Wir haben nämlich nur so was Schönes gesehen. Hier war ich noch nie, aber hier gibt es einen Dingsbums, deshalb ist das okay. Ah, das ist die andere Seite vom Koch. Lolz. Zwei von den Viechern? Ja, ich eins auch schon gereicht, so. Weißt du, wenn wir den halt schon haben? Wait, wir sollten es halt auch... Wow. Warum denn nicht? Weil wir hätten das vielleicht auch für Orochi aufheben. It's too late! Ich bin mich gerade so ein bisschen am Konzentraten. Eine ist schon down. Der andere geht auch gleich down. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck! Wo bin ich? Aua. Hab. Mies überfordert. Komm her. Nein, nein, nein. Nein, nein. Okay. Oh no! How about you go down now? Persönlich fände ich das ja ganz toll. Warte mal, kann ich die mit dem Feuer angreifen? Oh nice! Natürlich gut. Ich dachte, hey, probier's mal aus und ja! It works! Asugoi!
dann gönnen wir uns mal die nächste Zutat. Wow. Lippen aus Eis. Weiche Lippen dient als Zutat in Rochis Folge. Ja, ist so. Ja, dann machen wir das noch auf. Yay. Yeah. Das hat gut funktioniert. Und schon sind wir beim Koch. Mensch. Crazy shit. Ja, Leute. Dann würde ich einfach sagen, wenn euch die Audio gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, Kommentar, ein Abo da. Link zu einer Projekt in der Endcard. Social Media in der Beschreibung. Vergesst nicht, die Glocke aktivieren und um das Video zu teilen. Einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Und ja, was gibt's denn da noch zu sagen? Außer Tschüss.